der Senioren-Bundesliga. Union Berlin ja so etwas wie der Angstgegner vom BVB. Beim Privet Cup haben wir diese Erfahrung noch nicht machen dürfen. Denn die Unioner sind zum allerersten Mal dabei. Sicherlich auch aufgrund der tollen Entwicklung der Profimannschaft. Union immer mehr im Fokus, deutschlandweit beliebt und deswegen auch eine tolle Nachricht, dass Eisern Union auch bei diesem Cup präsent ist und dabei ist. Herzlich willkommen, Union Berlin. Starker Ball. So, wäre es uns aufgefallen, vielleicht gestern schon, definitiv Unions Nummer 10, Theo Sakoufakis. Einer der auffälligsten Spieler. Immer wieder tolle Offensivmomente. Und auch der BVB hier in seinem Block mit dem Kapitän Jonas Feddersen. Spieler, der kleine Blondschopf Fritz Fleck mit der 7. Spieler, die es zu achten gilt. Hier ist Feddersen. Schussversuch geblockt von Tim Blajak. Nächster Ball in die Spitze durch Joshua Burstede. Und jetzt ist Fleck da. Gestern Abschlussglück auch noch nicht so präsent. Spiel hier an Fleck. Er weiß aber einzustecken, weiß dann auch schon so, lamentiert da nicht viel rum. Schütteln, aufstehen, weitermachen. Da ist Fleck. Wichtiger Abwehrversuch von Marvin Kopp im Tor der Berliner. Das ist Leon Herdes im Tor. Da haben wir Marvin Kopp. Läuft extrem aggressiv an. Wieder Feddersen. Hier befreit. Fleck. Blockwechsel. Beim BVB. Wörsdorfer, Lennon Wörsdorfer. Der Ball der auffälligen Pracht. Ja, schwieriger Ball von Tim Degener. Das ist Leis Uca. Zurück auf Degener. Das ist die Nummer 9. Dortmund um Spielkontrolle. Bemüht. Hier gegen Hallendach, Tim Degener. Freistoß Union, Doppelpassversuch für
nicht zum Abschluss. Das mal der Abschluss von Romeo Trinco. Drehungsversuch hier. Der Ball auch kein Problem für Leon Herdes. Also wenig konkrete Abschlüsse, wenig große Torschancen in dieser Partie. Und kaum sage ich es, Latte für Diego Gambia. BVB Tabellenzweiter in der Westfalenliga. Union Berlin spielt in der Regionalliga Nordost, Tabellensechster, spielen da zusammen mit RB Leipzig und Hertha BSC Berlin in einer Liga. So, jetzt die Riesenmöglichkeit. Legt den Ball zu weit vorbei. Zu weit vorbei. Gibt es jetzt trotzdem nochmal den Abschluss? Nein, BVB mit vereinten Kräften. Da war viel mehr drin für Ilias Ali. Jetzt wieder am Ball. Gegen zwei. Starker Bandversuch. Ja, kriegt den Ball nicht rüber. Top verteidigt von Tim Blažak. Freistoßentscheidung hier für Union Berlin. Wenig Struktur, es sind viele Einzelaktionen, viele individuelle Zweikämpfe, wenig Spielfluss, gerade in der gegnerischen Hälfte. Auch hier wieder keine direkte Gefahr, starke Drehung hier und wieder ist es dann ein 1 gegen 1 Zweikampf. So, falsche Entscheidung für den BVB und das 1:0 durch Len Wörsdorfer. Durch die Freistoßentscheidung, die Grätsche. So, Ball hingelegt, wunderbar geschaltet. Es war der Moment, wo mal ein bisschen Platz da war. Durch die Standard. Und dann der Direktabschluss zum 1:0 für den BVB. BVB jetzt wieder mit dem Startblock auf der Platte. 4,5 Minuten noch. So, Fleck. Jetzt mal mit der Möglichkeit. Ja, er kommt auch gestern schon. Er kommt nicht so oft in diese Abschlüsse. Wunderbare Ansätze. Tolle Technik. Aber nicht die Abschlüsse. Und der Ausgleich durch Sali Gülwader. Hier wunderbar mit der Bande gespielt. Macht er toll. Wenn kein Mitspieler parat steht, nutzt er das Instrument. Nächste Chance für Union. Also, der Dosenöffner durch Wörsdorfer hat das Spiel so ein bisschen lebendiger gemacht. Mehr Torschlussaktion jetzt zumindest gefühlt. Versprechen nochmal, spannende 3,5 Minuten zu werden hier. So, jetzt läuft auch der Ball, jetzt wird auch Fußball gespielt. 1:1 Situation und das Tor. Joshua Burstede. Nehmen wir hier nochmal die Körpertäuschung und dann sofort abgeschlossen, lange Eck. Wunderbarer Ablauf. Wunderbarer Ablauf. Dortmund führt erneut. Kommen Sie hier passend zum Sonntag so richtig in das Turnier. Zwei Auftaktniederlagen, Bayern 0-2, Wolfsburg 2-3. Und dann gab es gestern die kleine Befreiung mit 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Und jetzt die erneute Führung und der Abschlussversuch hier durch Kapitän Jonas Feddersen. Und dann der Ausgleich. Schnell gespielt. Dann ist Ilias Ali. So, hier der Abwurf.
Und dann die Direktabnahme, wunderbar gemacht. Elias Ali. 2-2. Beide Vereine ja mit 3 Punkten jeweils. Die Unioner 3-4 gegen Arminia Bielefeld, 0-2 gegen Köln. Und dann gab es gestern im letzten Spiel des Tages für die Unioner ein 5-2 gegen RB Leipzig. Den Ligakonkurrenten in der Regionalliga Nordost. Pedersen hier auf Fleck. Ah, ist eine gute Idee. Wollte Burstädter einsetzen, aber die Union hat es aufmerksam verteidigt. Minute noch, 2-2. So, Fleck jetzt mit der großen Möglichkeit, mit der großen Möglichkeit. Ah, es ist noch nicht genug Torgefahr. Fritz Fleck. So, jetzt die große Möglichkeit, starke Parade, bockstarke Parade durch Leon Herdes. Hält den BVB hier. Gerade bei einem Punkt, nächste gute Möglichkeit für Union, es ist wieder Leon Herdes hier. Abschlussversuch von Theo Sakoufakis. Freistoß BVB. ...19 Sekunden noch. Berlin etwas torgefährlicher in den letzten 2 Minuten. Den Ball hat Herdes noch ein bisschen weggeschmissen. So. Uhr ist angehalten, 15 Sekunden. So, das Spiel läuft. Mit der Hacke zurückgelegt. Fleck, Fritz Fleck mit dem Ballgewinn für den BVB. Legt den Ball gut raus. Spiel über die Bande. Ballverlust, das war's. Union Berlin und der BVB trennen sich in einem ordentlichen Spiel. 2-2.